Ja, könnt's miteinander. Ich begrüße Sie hier zu einem nächsten Video in unserem Thema Topographie des Abdomens. Wir werden uns da mit der Milz beschäftigen. Das wäre dann also das Kapitel 16.4.3 in unserer Aufzählung. Also die Milz. Lateinisch heißt die Lien und griechisch heißt die Spleen. Und wenn wir da in der Wortfamilie ganz, 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 ganz weit gehen, dann finden Sie das englische Spleen, also einen Spleen haben, eine Marotte haben, einen Tick haben, eine etwas Besonderheit haben, lässt sich hier auf die Spleen, auf die Milz zurückzuführen. Und das kommt aus dieser antiken Vier-Säfte-Lehre. Ja, mit diesen vier Säften, der schwarzen Gallen, der roten der schwarzen Galle, der grünen Galle, des Blutes und des Schleimes, haben sich ja bis ganz weit in die Neuzeit, bis Virchow im 19. Jahrhundert die Keimtheorie entwickelt hat. Mit dieser Vier-Säfte-Lehre haben sich seit der Antike Ärzte, Behandelnde, Therapeuten und so weiter, Päpste, Gelehrte und so weiter, haben sich die Krankheiten zu erklären versucht. Und wenn man dann krank war, dann sind diese Säfte aus dem Gleichgewicht geraten. Und wenn man jetzt einen Tick hatte, etwas komisch war, eine Marotte hatte oder irgend so etwas, dann war halt der Fluss der schwarzen Galle nicht im Gleichgewicht, und nach dieser damaligen Vorstellung kam die schwarze Galle oder die schwarze Substanz oder was es dann war, kam aus der Milz, und deshalb ist der Spleen, dieser Tick, diese Marotte oder diese dumme Angewohnheit oder so, hat da den Bezug zur Spleen, zur Milz, und wird jetzt halt so genannt, also vor allem im Englischen. Die Milz ist ein besonderes Organ, machen wir hier mal anatomisch weiter. Das ist ein im Blutkreislauf eingeschaltetes Organ. Und Blut einerseits ist ja selber ein besonderes Organ. Da finden wir das Blutplasma, da finden wir die Blutzellen, und die Blutzellen selber können wir dann auch noch einmal in verschiedene Fraktionen unterteilen. Die roten Blutkörperchen, das wissen Sie, die haben für den Sauerstoff und Transport und so weiter zu tun. Also die Milz hat dann die Aufgabe, diese roten Blutkörperchen zu checken, zu identifizieren und so weiter. Und wenn die roten Blutkörperchen irgendwie überaltert oder nicht mehr so ganz funktionsfähig oder beschädigt oder so sind, dann werden die in der Milz aus dem Kreislauf entfernt. Also die Milz hat also hämatologische Aufgaben. Und andererseits hat dann die Milz auch noch immunologische Aufgaben. Die Blutzellen, das wissen Sie vielleicht, und sonst werden wir es später, wenn wir das Blut durchnehmen, kennenlernen. Die Blutzellen werden ja im Knochenmark gebildet, und die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, werden in einem relativ unreifen Zustand aus dem Knochenmark in das Gefäßsystem entlassen. Und diese unreifen weißen Blutkörperchen,
die parkieren dann noch einige Zeit in der Milz, also die bleiben einige Zeit in der Milz liegen und werden dann geprägt zu reifen, funktionsfähigen, weißen Blutkörperchen. Gut, also das als ganz kleine Einführung. Sie haben jetzt da eine Art Miniskript erhalten mit dem Dateinamen TopoABD26. Da sehen Sie, da haben Sie einen Text mit einigen Lücken und dann haben Sie ganz zuhinterst haben Sie eine Abbildung. Und da möchte ich Sie bitten, drücken Sie doch auch hier mal die Stopptaste und versuchen Sie dieses Miniskript, diese Arbeitsblätter eigenaktiv zu lösen. Gut, dann können wir hier versuchen, mal die Antworten in diesem Skript anzuschauen. Ja, die links, die liegt intrathorakal unter dem linken Rippenbogen. Also das heißt, wenn Sie Ihre linke Hand nehmen und einfach locker hinten an Ihre Rippen hinlegen, dann können Sie sich vorstellen, dass einfach unter Ihrer Hand jetzt eigentlich die Milz liegen würde. Also die liegt ungefähr dort. Die Außenfläche der Milz, die schmiegt sich so ans Diaphragma heran. Also das ist eine relativ glatte Oberfläche, die wir an dieser Seite der Milz sehen. Und die Innenfläche, wo die Gefäße ankommen, die berührt beinahe den Fundus des Magens. Gut, und dann haben wir eben diese Erklärung da. Mit den Atembewegungen eben verschiebt sich die Milz um mehrere Zentimeter und deshalb ist ja die Milzarterie geschlängelt, damit sie diese Bewegungen mitmachen kann und nicht verletzt wird oder stenosiert durch diese Bewegungen. Und dann haben wir zwischen der Milz und der Thoraxwand haben wir den Rezessus costodiaphragmaticus, wo dann halt auch der linke Lungenlappen drin liegt. Also das können, wenn Sie wollen, das ganz, ganz knapp hier aufzeichnen. Also Sie haben da so das Zwerchfell, also hier wäre Thorax, da ist Abdomen, ja. Machen wir das so. Und das Ganze ist eine ganz schematische Ansicht von vorne, oder? Und jetzt wäre dann hier wäre der linke Lungenlappen. Der kommt da so tief, machen wir hier Lunge. Und da ist dann, nehmen wir mal an, die Milz. Und diese... Einfach diese Vertiefung hier, das wäre jetzt dieser Rezessus costodiaphragmaticus, oder? Das ist der tiefste Punkt. Ja. Und jetzt eben, wenn es zu irgendwelchen Rippenfrakturen, Schuss- oder Stichverletzungen kommt und so weiter, also wenn das irgendwie hier so durchgeht zum Beispiel, dann haben wir einerseits mal die thorakale Höhle eröffnet, dann kann der Lungenlappen verletzt sein, das Zwerchfell kann verletzt sein, das Abdomen ist eröffnet, Peritoneum ist verletzt, die Milz kann verletzt sein oder je nachdem auf welcher Ebene oder wie weit diese Verletzung reicht, kann dann auch Fundus des Magens und so weiter verletzt sein. Also das ist etwas knifflig, diese Sache hier. Muss man sich einfach mal vergewissern, wie topografisch nahe all diese Organe und Strukturen liegen. Gut, die Milz selber ist ein relativ hartes, schuhlederiges Organ, also eben, es beugt sich mit Widerstand. Ist dunkel, fast schwarz, einerseits halt mal deswegen, weil die Milz selbst gut durchblutet ist
Und dann halt andererseits, weil sie die Eisenatome speichert, welche aus dem Abbau der Erythrozyten entstehen, oder? Also die Funktion, wir haben sie zu Beginn erwähnt gehabt, leitet sich daher aus dem heraus, dass die Milz im Blutkreislauf eingebaut ist. Und dann hat man diese beiden Organteile, eben die sogenannte rote Pulpa und die weiße Pulpa. Die rote Pulpa erkennt, wie gesagt, diese überalterten und beschädigten Erythrozyten und baut die halt auch ab. Und Sie wissen vielleicht, dass im Erythrozyt drin haben wir ein Protein, das ist das Hämoglobin, was dem Erythrozyt seine rote Farbe gibt. Und in der Mitte des Hämoglobins ist das Eisen Atom fixiert und an dieses Eisenatom bindet dann das Sauerstoffatom. Jetzt, wenn diese alten Erythrozyten abgebaut werden, ja, dann wird halt das Hämoglobin abgebaut als Protein. Das wird so ganz normal im Körper wird das abgebaut. Das wird dann in die Leber transportiert und dort entsteht aus dem Hämoglobin das Bilirubin und ja und so weiter und so fort. Das Eisenatom selber, das bleibt dann in der Milz, das ist zu wertvoll, als dass der Körper das ausscheidet. Er könnte das ja auch über die Leber oder über die Niere ausscheiden, macht er nicht. Er parkiert das, er speichert das hier in der Milz. Drum ist die so dunkel. Und wenn dann halt wiederum neue Erythrozyten im Knochenmark aufgebaut werden müssen, also werden diese Eisenatome in das Knochenmark transportiert und dort quasi rezykliert, wiederverwendet. Und dann haben wir eben diese weiße Pulpa, also diese Pulpas, diese beiden Organteile, das sind eher so mikroskopisch-histologische Begriffe, ob makroskopisch sieht man das eher weniger gut, aber diese weiße Pulpa oder eben das ist diese immunologische Funktion. Dort findet diese immunologische Funktion statt, welche die Milz wahrnimmt. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, werden in dieser weißen Pulpa die unreifen Erythrozyten geprägt. Und einerseits zu B und andererseits zu C-Zellen herangereift. Die B-Zellen produzieren Antikörper und die T-Zellen sind dann für die zelluläre Immunreaktion verantwortlich. Also die werden dann geprägt zu den sogenannten Memory- oder Killer- oder Helferzellen. Aber das ist auch etwas, was wir dann in der Immunologie noch miteinander anschauen werden. Die Leitungsbahnen haben wir jetzt auch genügend gehört. Das ist die Milzarterie und die Milzvene. Und dann haben wir hier eine kleine Repetition zur Befestigung der Milz. Also wir haben das Ligamentum gastrosplenicum, welches vom Milzhilus an den Magenfundus geht. Das wäre also dasjenige Band, was nach vorne geht, oder halt die sogenannte vordere Bauchfellfalte. Und dann haben wir ein Band, was nach hinten geht, Richtung Niere. Und das ist dann das Splenorenale. Und dann haben wir unten am caudalen Milzpol noch ein Band, das sogenannte Splenocolicum. Ganz, ganz zu unterst haben wir ein kurzes, relativ breites, zähes Band, das die Milz, sogenannte Milz, den Boden der Milznische bildet. Das ist das Ligamentum phrenicocolicum. Das geht dann von der linken Kolonflexur an, das Diaphragma. Und auf diesem Ligamentum phrenicocolicum steht dann quasi die Milz. Gut. Die Bänder und so weiter haben wir hier auf der hinteren Seite. Auch hier habe ich farblich das etwas zu strukturieren versucht. Hier mal an der oberen Abbildung, da können Sie hier noch, eben da wäre dann der Magen, hier wäre die Leber. Wir kürzen das jetzt einfach mal so ab und das wäre.
wäre dann das Kolon, Kolon transversum. Und Sie wissen, das Ligamentum gastrocolicum, das geht vom Kolon transversum an die große Kurvatur des Magens. Und dann haben wir das große Netz, was einerseits ebenfalls vom Kolon transversum nach unten hängt und sich über die Dünndarmschlingen drüber legt. Hier geht es etwas weiter. Da wird der Magen mal etwas weggezogen. Das Ligamentum gastrocolicum können Sie hier gut erkennen. Und die Fortsetzung hier entlang am Fundus, also wir haben ja hier ungefähr den Bereich der großen Kurvatur und hier haben wir den Fundus, da diese bandartige Struktur, das wäre dann das Ligamentum gastrosplenicum. Oder anders gesagt, wir haben entlang des Fundus und der großen Kurvatur haben wir eben so eine bandartige Struktur, welche uns den Magen an seinen Nachbarorganen befestigt. Und wie gesagt, das Gelbe ist dann das Ligamentum gastrocolicum und das Grüne ist das Ligamentum gastrophrenicum. Gut. Hier haben wir ja dann übrigens die Milz und da wäre dann ebenfalls das Kolon, Transversum, Deszendenz und hier haben Sie dann die linke Kolonflexur und an dieser linken Kolonflexur finden Sie jetzt dieses Ligamentum phrenicocolicum, welches da den Boden der Milznische bildet. Hier durchtrennt haben Sie das Splenocolicum, also dieses kleine Band, was wir zwischen der linken Kolonflexur und dem caudalen Milzpol finden. Wenn wir jetzt hier entlang dieser gestrichelten Linie spalten, dann kommen wir hier zu dieser Ansicht, also das wäre ja diese sogenannte vordere Bauchfellfalte, oder, wo vom Milzhilus ausgeht, also das ist hier gespalten. Das dunkelgrüne, das Ligamentum gastrosplenicum und dann schauen wir im Prinzip auf den Milzhilus drauf und von diesem Milzhilus wissen wir ja dann auch, kommen da noch diese Gastrice brevis aus der Milzarterie heraus und die Arteria gastroomentalis sinistra und dann haben wir das hellgrüne, das wäre dann das Ligamentum splenorenale, welches die hintere Bauchfellfalte bildet, also die geht dann nach dorsal an die Niere, ist also das Milznierenband bei Pferdebesitzern gefürchtet, weil sich da bei Pferden im Prinzip zwischen dem Rücken und diesem Band, zwischen der dorsalen Bauchwand und diesem Band Darmschlingen einlagern können. Und dann kommt es zu Koliken. Ja, also Sie haben hier dann noch den, das Pankreas, die Bauchspeicheldrüse. Gut, das können wir vielleicht auch noch einmal. Gut, wir haben hier die Seite 289. Hier auf der oberen Hälfte dieser Seite, ja, da sehen Sie die Milz mit ihren beiden Ansichten. Das da hier wäre diese diaphragmale Ansicht, oder da der Teil, der sich ans Diaphragma schmiegt. Und hier haben Sie diese Viszeralseite, beziehungsweise die den Milzhilus, wo diese Gefäße einmünden. Und wir haben ja schon früher einmal gesehen, dass wir hier noch diese Beschriftungen verbessern müssen. Also das vordere Band, die vordere Bauchfellfalte, welche
an den Fundus des Magens geht, ja, das geht hier durch, das ist das Ligamentum gastrosplenicum, und das hintere, das dorsale, welches an die Niere geht, ist ja das Ligamentum splenorenale. Und da auf der unteren Abbildung, auf der gleichen Seite, haben Sie dann noch diese Bänder mit den topografisch benachbarten Organen dargestellt. Also hier haben Sie noch einmal die Milz mit der diaphragmalen Seite, welche sich da hinten an das Diaphragma schmiegt. Und hier schauen Sie auf den Milzhilus drauf, wo diese Gefäße einmünden bzw. die Milz verlassen. Und dann sehen Sie hier am unteren Pol der Milz, das wäre dann hier irgendwo da unten, wäre dieses Ligamentum splenocolicum, also die Verbindung zur linken Kolonflexur. Dann haben wir hier das Ligamentum gastrosplenicum, und da wäre dann das Ligamentum splenorenale, welches da an die Milz geht, an die Niere geht, oder hier haben wir ja die Niere. Und da unten ganz klein eingezeichnet sehen Sie noch diese Verbindung von der linken Kolonflexur an das Diaphragma, also das Ligamentum phrenocolicum. Das hat streng genommen keine Berührung oder ist nicht mit dem unteren Milzpol verwachsen, aber es ist halt topografisch sehr nahe und bildet den Boden der sogenannten Milznische. Und dann haben wir hier noch die Seite 274, wo wir so einen Querschnitt durch die Oberbauchorgane haben. Da sehen Sie die Wirbelsäule, dann haben wir die beiden Nieren, hier haben Sie das Pankreas, da haben Sie die großen Leitungsbahnen, die Aorta abdominalis und die untere Hohlvene. Hier haben Sie den Magen, kleine Kurvatur des Magens, große Kurvatur des Magens. Und da sehen Sie die Milz durchgeschnitten. Hier haben Sie diese glatte diaphragmale Seite, die sich an das Diaphragma anschmiegt. Und dann hier haben Sie die Viszeralseite mit den Gefäßen. Und aus diesem Milzhilus an der Viszeralseite wissen wir ja jetzt, oder kommt je ein Band nach vorne bzw. nach hinten, einerseits mal an den Magen und andererseits hier an die Milz, also das Ligamentum gastrosplenicum bzw. splenorenale. Ja, ich weiß, die Milz ist ein etwas undankbares Organ, hat ganz viele Bänder, die verwirren können. Also wenn Sie auch nicht genug haben, können Sie hier der Vollständigkeit halber am Fundus noch ergänzen. Das haben wir nämlich eigentlich auch kennengelernt. Das wäre dann das Ligamentum gastrophrenicum. Und wie es der Name sagt, geht das ja vom Fundus an das Diaphragma. Und dann halt mit, das haben wir auch gesehen in vorhergehenden Videos, wenn Sie also den Magen entfernen müssen oder einfach hier entlang der großen Kurvatur spalten müssen, dann durchtrennen Sie zuerst mal das Ligamentum gastrophrenicum, dann das gastrosplenicum, dann das Ligamentum gastrocolicum, und dann müssen Sie hier, also dann müssen Sie da die entsprechenden Gefäße und so weiter ligieren und dann halt noch das splenorenale spalten oder auch nicht, aber das sehen Sie dann in der Obsttechnik. Gut. Besten Dank.